Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Nintendo. Heute stilecht hier aus dem Wohnmobil, denn ich präsentiere euch heute noch ein paar Pickups, die ich in Dänemark gefunden habe. Also quasi heute die erste Folge Videospieljagd in Dänemark. Es wird wahrscheinlich so 3 Folgen werden es ungefähr werden. Heute der erste Teil, vielleicht auch 4, ich weiß noch nicht ganz genau. Heute auf jeden Fall der erste Teil der Dänemark Pickups. Und was ich so gefunden habe, seht ihr jetzt. Ja. Bevor ich euch zeige, was ich in Dänemark Schönes gefunden habe, würde ich euch gern ein paar Eindrücke von der Jagd zeigen. Und zwar war der erste Punkt, wo wir mal nach Videospielen gesucht haben, war der Buchwurm in Esbjerg. Buchwurm heißt er natürlich nur in Deutsch. In Dänisch ist es der Bogormen. Und der hatte hinter der Theke eine Kiste NES-Spiele und eine Kiste Super Nintendo-Spiele. Die bekam man aber nur zu Gesicht, wenn man wirklich danach gefragt hat. Und bei den Super Nintendo-Spielen waren viele US-Spiele dabei und leider auch viele Spiele im schlechten Zustand. Aber ein paar Impressionen von der Jagd seht ihr jetzt. Und dann sind wir jetzt mittendrin in den Pickups. Wie gesagt, die Super Nintendo und NES-Spiele waren vom Zustand her wirklich nicht mehr so wirklich schön. Es waren auch jetzt nicht so monstergeile Titel. Aber einen Titel habe ich gefunden für das NES, den wir mitgenommen haben, weil der vom Zustand her auch ganz gut aussah. Und das ist Ariel, die kleine Meerjungfrau, aber halt The Little Mermaid, weil US-Version. Wie gesagt, der Zustand ist ganz okay. Hier unten war ein Aufkleber drauf, da müssen noch die Klebereste entfernt werden. Ansonsten sieht die ganze Geschichte eigentlich noch schön aus. Ja, und das war's auch schon, wie gesagt, aus der NES und Super Nintendo Kiste. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber wir haben noch ein bisschen im Laden rumgeguckt und hatten tatsächlich noch OVP Game Boy Advance Spiele gefunden. Was schon sehr cool ist, denn irgendwie gefühlt fängt in Dänemark erst das Videospielzeitalter in Zeiten an, wo Module oder CDs in Plastikcases ausgeliefert wurden. Ich hatte auch in einem anderen Laden, hatte ich mit dem Verkäufer ein bisschen gesprochen und er sagte auch, also gerade Super Nintendo Spiele ist wohl super schwierig zu finden. Zumindest wenn man die so ohne Internet sucht, weil das Super Nintendo wohl bloß 2 Jahre da in Dänemark auf dem Markt war, bevor es dann durchs N64 ersetzt wurde. Keine Garantie auf Richtigkeit, aber würde dazu passen, dass relativ wenig Spiele im Umlauf waren. Und wenn Spiele, dann halt US-Version oder UK-Version. Ja. Gut, okay, ich schweife ab. Wir kommen mal zurück zu den Game Boy Advance Funden, die ich da beim Buchwurm gefunden habe quasi. Und das war einmal Peter Pedal. Kennt vielleicht der ein oder andere unter dem Namen Curious George, weil auf der Cartridge steht zum Beispiel Curious George. Ich habe jetzt beim Kauf darauf geachtet, dass ich keine Spiele erwische, die tatsächlich nur dänische Sprachausgabe haben. Oder was weiß ich, dänisch, finnisch, schwedisch, norwegisch oder sowas gab es auch.
Bei dem Spiel ist es jetzt so, dass es zum Beispiel hier Dänisch und Englisch Sprachausgabe gibt und dementsprechend dann halt auch ohne Dänischkenntnisse spielbar. Das zweite Spiel, was ich gefunden habe, ist ein Sportspiel und das ist Dave Mirra Freestyle BMX 2. Sieht so aus. Und dieses Spiel ist halt ein Sportspiel, wo man mit seinem BMX in Halfpipes und in der Gegend rumfährt und Tricks macht und so weiter und so fort. Und dieses Spiel ist komplett in der englischen Sprachausgabe, französischen, deutschen, italienischen und spanischen Sprachausgabe, also somit ohne Probleme spielbar. Das nächste Spiel, was wir gefunden haben, hat meinen Kurzen natürlich am meisten gefreut. Und das ist nämlich Billy Blazer Rescue Heroes. Das ist quasi ein Feuerwehrspiel, ein Jump'n'Run oder ein Plattformer, ja eher ein Plattformer, wo man Leute retten muss, Feuer löschen muss. Ist ein gutes Spiel, muss ich jetzt mal so sagen. Also hat mir beim Anzocken echt gefallen. Und dieses Spiel war jetzt in der englischen Sprachausgabe dementsprechend auch wieder zu gebrauchen für mich. Für mich ein kleines Highlight, was wir noch gefunden haben, war Rayman and the Raving Rabbits. In einem, bis auf den Knick hier vorne, wirklich, sieht man den? Wahrscheinlich jetzt nicht so richtig. Hier so ein kleiner Knick. Ansonsten sehr schönen Zustand. Und ja, brauche ich glaube ich nicht viel zu erzählen. Rayman kennt ihr, ne? Dieses Spiel ist in der englischen Sprachausgabe wieder. Ansonsten bin ich mit den Spielen sehr zufrieden, denn die Spiele waren alle komplett. Also sprich OVP, Anleitung, teilweise Werbezettel noch mit dabei und halt die Module und teilweise Modultütchen. Wobei bei mir komplett reicht, wenn Anleitung, OVP und Modul dabei sind. Ja, und den schönsten Fund, den wir dort gemacht haben, war Defender for All Mankind. Und das Ding ist wirklich wie neu. Bis auf den ollen Preisaufkleber vorne drauf ist das Ding wie neu. Der Preisaufkleber bleibt natürlich bei mir drauf. Ich habe das in meiner Roomtour schon mal gesagt. Das ist so ein bisschen Geschichte. Also ich meine, keins der Spiele ist wirklich neu, sondern die haben alle schon was erlebt. Und ich meine, da kann so ein Preisaufkleber meiner Meinung nach auch schon noch draufbleiben. Und wie gesagt, das Ding ist wirklich im Top-Zustand. Ist ein Side-Scrolling Shoot'em-up. Und ja, wirklich, wirklich ein schöner Fund. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, und das war's eigentlich schon mit dem Pickups, mit dem Teil 1 der Pickups aus Dänemark, aus dem, ich muss es ablesen, Bogorman. Vielleicht, ich kann noch mal generell so ein bisschen was sagen. Wie gesagt, Videospielsuche war nicht so ganz erfolgreich, sag ich mal. Also es gibt in Dänemark die Möglichkeit, in so ein, ich nenne es mal Mediengeschäft zu gehen. Da findet man Videospiele, auch alte. Diese Mediengeschäfte, das waren früher mal Buchhandlungen und haben sich dann so nach und nach mit irgendwelchem anderen Kram erweitert. Und sind jetzt im Endeffekt halt Läden für gebrauchte Medien. Man bekommt da DVDs, Videos, CDs, Videospiele aller Art und halt Bücher. Und was wir noch probiert, also da wurden wir auf jeden Fall fündig, wobei da preislich zu sagen ist, dass es preislich teilweise wirklich unattraktiv ist, da zu kaufen. Also wir waren in einem in Frederikshavn
Und da kostete jedes Super Nintendo-Spiel 200 dänische Kronen. Und diese 75 Kronen sind 10 Euro. Könnt ihr euch selber ausdenken, was da zum Beispiel ein Madden 95 so für einen Wert hat. Und dementsprechend haben wir da nicht zugeschlagen, weil es waren auch keine Spiele, die so wirklich Highlights waren. Was noch geht, ist Flohmärkte abklappern. In Dänemark sind Flohmärkte ein bisschen anders. Es gibt so Lobby-Geschäfte. Lobby Market nennen die sich. Und da ist es so, dass man als Anbieter ein Regal mietet, wo man seinen Krempel mit ausgezeichneten Preisen reinstellt. Und andere Kunden können halt da durchgehen und können sich aus den Regalen rausnehmen, was sie haben wollen, und zahlen das dann halt an der Kasse. Da werdet ihr einige Funde in einem der nächsten beiden oder drei Videos, ich weiß wie gesagt noch nicht, wie viel es werden, sehen. Bloß bei diesen Lobbygeschäften ist es halt auch wieder sehr unterschiedlich, weil es gibt da eine sehr große Spanne von Angebot, sage ich mal. Es gibt Lobbygeschäfte, die sind von einem Betreiber, der selber nur seinen Kram reinstellt, von Antik bis Krempel. Und dann gibt es halt die Lobbygeschäfte, wo man sich halt einmieten kann. Und da ist es halt auch wieder gestaffelt. Das kann von Antik bis zu Gebrauchsgegenständen sein. Ein paar Impressionen werdet ihr auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen sehen. Ja, jetzt habe ich eigentlich schon wieder genug gequatscht über den Dänemark-Trip. Also wenn ihr mal nach Dänemark kommt, auf jeden Fall Empfehlung, in diese, ich sage jetzt mal, Mediengeschäfte zu gehen, weil man da videospieltechnisch auf jeden Fall fündig wird. PS2, PS3 gab es massig, DS gab es massig in diesen Geschäften. Und für alten Krempel ist es halt schwieriger. Es gibt auch so eine Art eBay-Kleinanzeigen in Dänemark. Hatten wir auch mal geguckt, aber da wir ja jeden Tag quasi an einem anderen Ort waren, weil wir immer unterwegs waren, war das für uns jetzt nicht so das Richtige, um Sachen zu suchen, weil wir es dann halt hätten sofort an dem Tag abholen müssen oder sofort Kontakt aufnehmen und abholen. Und auch da war es preislich nicht so attraktiv, da jetzt irgendwie Super Nintendo-Spiele übers Internet zu kaufen. Egal, wir haben ein paar Sachen gefunden. Einen Teil habt ihr jetzt schon gesehen. Der Teil Game Boy Advance Spiele fand ich super. Um es vorwegzunehmen, wir haben sonst in Dänemark keinen einzigen Game Boy Advance Titel gefunden. Aber mit der Ausbeute war ich schon sehr zufrieden. Die Spiele haben jetzt umgerechnet, kann ich euch sagen, also dieser Packen. Dieser Stack, wie man auf Deutsch-Englisch quasi Denglisch sagt. Dieser Batzen hat jetzt umgerechnet ungefähr 60 Euro gekostet. Fand ich jetzt preislich, würde man in Deutschland vielleicht, wenn man sucht, billiger finden. Aber es ist ja auch der Spaß dabei, überhaupt sowas zu suchen und dann auch was zu finden und mitzunehmen. Gut. Soweit dann von mir. Jetzt kommt die Sonne raus und blendet mich. Deswegen bin ich jetzt raus. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da oder abonniert. Nochmal als Hinweis in eigener Sache, der Kanal hier ist so ein Mischkanal. Da gibt es nicht nur Videospielkram, sondern auch Autokram, Reisekram. Wenn ihr nur Interesse am Videospielkram habt, abonniert und geht dann auf den Kanal in die Playlist, Super Nintendo Playlist, und klickt da die Glocke. Dann bekommt ihr nur Benachrichtigungen von den Videospielvideos. Und der andere Kram geht euch nicht auf den Zwirn. Gut, wie gesagt, ich bin raus. Wir sehen uns demnächst. Ciao.
Papa. Das ist der richtige Notfall.